Und ein freundliches Hallo und gleich zu einer neuen Folge Borderlands 2. Ja, mit dem Biest, dem Onkel. Hallo Mello! Dem hübschen Gabax. Jo, hallo Leute. Und den Crazy Basy Rivano. Hallo. Und natürlich unseren Sergeant Mello! Wieder beim Dienst, im Dienst, zum Dienst. Angetreten! Den alten. Oh, jetzt habe ich jetzt reingeschaut. Jetzt habe ich bei irgendjemand wiedergehört. Entschuldigung, ich wollte Augen links! Und was müssen wir denn machen? So. Wir müssen zu dem Punkt. Achso, ich wollte noch was machen. Säubere denn Friedhof. Liebe, genau. Säubere Friedhof, das haben wir ja schon gemacht. Säubere Teich. Warte will mal kurz. Punkte verteilen. Okay, genau, wir haben hier Punkte. Nämlich der liebe Sergeant. Warum müssen jetzt hier wieder so ein Quatscher sein? Der, das ist hier Catch the Ride, Garage. Der Gabax. Der Gabax. Der Möller, der hat nämlich gesagt, man kann hier Tokens einlösen. Das wusste ich natürlich schon. Nee, Quatsch, aber. Wo warst du? Das war ich jetzt mal die Token. Ja, I und dann gehst du oben auf diese komische Medaille und dann. 29 Badass-Rang-Token. Ah, nee, Badass 5, okay. Ich hatte ja. Wie viele Token habe ich eigentlich? Steht doch dort Token einlösen, Doppelpunkt und dann steht da eine Zahl. Ich weiß nicht, ob du Zahlen entziffern kannst. Ich weiß es nicht. Was ist denn die Schildladeverzögerung? Das ist die Schildladeverzögerung. was ist denn eigentlich hier unten? Ich habe hier unten so einen Totenkopfschlüssel mit einer 2 dahinter. Oh ja, ich auch. Nicht mit einer 1. Totenkopfschlüssel? Ich habe eine 1, ja. Stoßdämpfung. Ach, das, ja, steht das, hier was anderes. Das sind Schlüssel für Goldkisten. Die lohnen sich aber allerdings erst später zu öffnen, weil nämlich da sind zum Beispiel Purple-Sachen drin, also solche lilanen Sachen. Waffe, Schild, wie auch immer, und das lohnt sich erst zu spät, also so spät wie möglich erst zu öffnen, weil in dem Level, wo wir jetzt sind, lohnt sich das gar nicht. Ja, also ich habe hier 102. Also ist auf Deutsch gesagt, es lohnt sich nicht. Gut. Ja, jetzt im Moment. So, ich würde sagen, Gabax, oder wer fährt mit mir? Ja, ich fahre. Ich fahre da. Müller, bist du schon im Auto? Achso, bei Möller ist er. Nee, dann fahr ich bei Onkel mit. Nein. Keiner traut mir. So. Nee, du meckerst ja, zu viel. Ja, bleib schön, Sarge. Okay. Ich Spawnst du ich eins? Ich nehm das Geschütz. Los. Spawn! Gut, geht. Geht das? Ach da. Sehr schön. Ja, ich wollte jetzt noch eine schöne Farbe machen. Ich hoffe, der Sergeant hat Führerschein. Ja, hat er, aber So, fahr mal. Jawohl. Folge dir, ja. Nicht gegen mich. Ach ja, mit der Maus muss man ja lenken, stimmt ja. Genau. Hörst du auf zu schießen? Gab's irgendwo ein Turbo? Ich glaube, ja. Ja. Wo denn? Weiß ich Shift. Nicht. Shift wie Turbo. Nee, nicht. Okay. F. Oh, Sergeant ist gegen die Laterne gefahren. Ach, stopp! Bleibt nochmal kurz stehen. Ja. Bleibt nochmal kurz stehen. Ja. Steigt nochmal bitte alle aus euren Fahrzeugen aus. Bitte? Stellt euch mal bitte hin. Und zwar, ein Zuschauer hat uns gebeten. Kommt mal bitte her. Ja. Ein Zuschauer hat uns gebeten. Warum? Ich gucke euch jetzt mal ganz kurz an. Und zwar war die Frage, warum wir gerade diese Figuren genommen haben. Sollen wir unbedingt erklären. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, stellen wir uns nochmal hin. Dann werde ich nämlich jetzt mal alle ansprechen. Und zwar fangen wir mit dem Rivano an. Da kommt gerade ein Vieh auf uns zu. Mhm. Würde ich erstmal töten wollen. Oh, der wirft mit Schneebällen. Wie geht's lang? Wollte ich eigentlich am Anfang des Parts machen, verdammt. Okay, also, warte mal, wo ist er denn? Ja, Rivano. Noch mehr. Rivano, was noch mehr? Welche Taste war nochmal ausrasten? F für ausrasten. Okay, oh, ist das geil. Das ist so geil. Der schlägt alle down. Der Robot. Ja, du hast wieder dein Maskottchen losgeschickt, ne? Du lockst immer mehr an, Onkel. Jedes Mal. Ich? Ja. Ja, du. Der Roboter erinnert mich an Fallout 4. An den Castwath. Ich wollte doch nur... Der Onkel wollte ich nur glaub, das ein nicht mehr Aufmerksamkeit. Auf. Doch, er sagte... Nein. So, aber jetzt. So. Okay, fangen wir beim Rivano an. Der hat nämlich den Psycho. Warum hast du den Psycho genommen? Bleib doch mal stehen, Rivano. Achso, du guckst mich gerade an. Ja.
Ja, warum habe ich den Psycho genommen? Ja, einfach. gleich gesellt sich gern, ne? Du kleiner Drecksacke. Deswegen bist du die Frau, ne? Nee, keine Ahnung, weil ich einfach so Massaker-Man bin, einfach drauf losrennen möchte, alles kaputt schlagen möchte. Und da hat man gesagt, dass der hier seine Special und einfach mit der Axt unterwegs ist. Und vom Bild her hat er mir einfach sehr gut gefallen. Und einfach drauf losballern, und weil ich immer gerne in der Front bin und so. Ja, deswegen passt er einfach zu mir. Deswegen würde ich sagen, freue ich mich sehr, diesen Charakter spielen zu dürfen. Okay, welche Taste war nochmal für Heilung? Geht automatisch, indem du Medikits aufsammelst. Genau, einfach drauf. So, dann Sergeant Miller. Du hast ja den Ninja, ja. Ja, gute Frage. Nächste Frage. Warum habe ich den genommen? Ja, ich glaube, das liegt daran, weil ich gerne mit einem Schnipper rumlaufe und weil ich ein hinterlistiges Arsch bin, was in Games so ist, weil ich greife gern so aus so einem Verdeckten immer an. Ja. So, und dann hätten wir den Gabax. Er ist gerne Frau. Der hat nämlich die Tussi. Ja, bleibt doch wenigstens mal stehen. Meine Herren. Also, das hat bei mir den Grund, weil ich in RPGs auch immer Frauen spiele und allgemein in ganzen Spielen. Wenn es geht, dann nehme ich immer eine Frau. Ach, der Grund ist schön. Ja, genau, erzählt den Grund mal. Das ist ja, schön. Ja, ich meine, ich muss ja schließlich den Charakteren auch auf den Arsch gucken. Und ich habe keine Lust, die ganze Zeit einen Mann hinten auf den Arsch zu gucken. Deswegen nehme ich immer Frauen. Und Frauen sehen halt eleganter aus. Und das hat natürlich hier in dem Spiel hauptsächlich den Grund, weil dieser Roboter, den fand ich halt ziemlich stylisch. Dass die so ein Haustier hat quasi als... Aber die ist echt geil. Also der Haustier ist echt cool, ne? So, und dann bleibt nur noch ich. Ich bin der Berserker. Und zwar, ich mag's einfach zu zerstören, rumzuballern und zu zerstören. Und außerdem ist er fett, so wie ich, und das finde ich cool. So. Okay, jetzt können wir weiterfahren. Mission erfüllt. Ich hoffe, du bist zufrieden. Gib einen Kommentar ab und sag, dass du zufrieden bist. Ich werde auf mich geschossen. Auf dich wird geschossen. Ja, von dir drüben. Wir sollten. Hey, jo. Wenn wir uns ins Auto setzen, sind wir doch besser dran, oder? Boah, ich stehe auf diesem Granatwerfer, wisst ihr das? Ah, Sergeant, lass mich mal rein, ey! Boah, das ist mega unpräzise, diese Maschine. Warte, Sergeant. Gabax, warte, ich bin da. Ja. So. Du kannst zielen, ne, auf die Fässer. Ja, der hält ganz schön viel aus. Naja. Jetzt hat er ihn überfahren. Ja, ja. Rechts ist noch was. Oh Mann, der kriegt das mal ordentlich Stoff, der Junge. Triffst du ihn? Nee. Ah, ist tot. Oh, der hat was Gelbes fallen lassen. Den muss ich mal auffangen. Jetzt springt er runter. Ja, ich will alles haben. Du. Oh oh. Glaub ich. I have a problem. Aber wir sollten uns nicht zu sehr von unserer Quest ablenken lassen. Ja. Aber ich würde gerne mal da rein, wie. Ach nee, ich hab voll Energie, passt schon. Ah ne, das ist die Energie vom Auto. Rüber, oder was? Bevano, kommst du? Ja, da sind überall Kisten und Sachen und so. Da sind Feinde hinter, okay. Ja, wir lassen mal Revano schütten. Ich komme. Ich heile. Ich stell mal kurz aus, weil hier gibt's Energie. Ja, 1, 2, 3. Ach, das Geld. Oh, Vorsicht, hinter uns, hinter uns. Ja, bin ich wieder da. Ich glaube, die kommen unendlich, ey. Wahnsinn. So, ihr kleinen Freunde, ich habe ja ein dickes, fettes MG in der Hand. Da hat uns das Auto verlegt. Ah, ich habe was geschafft. Na komm. Boah, das ist geil. Achtung, Fettsack. Oh, fuck. Das hat ja eine Lebensanzeige, das Auto. Ja. Weiß ich gar nicht. Und Batman ist unterwegs. Ah, lass mich durch. Alter. Lass mich durch. Ich helfe dir. Alter. Ganz ein Batman sind unterwegs. Oh, jetzt habe ich wieder voll live. Boah, der Sato, der fällt gegen jede Wand. Das ist natürlich auch interessant, dass sich das Auto selbst repariert. Ja. Das ist ein Mechaniker unten dran. Warte mal. Ach, hier, guck mal, da ist eine Kiste. Da hängt ein Mechaniker unten dran. Ja, ich bin voll, kannst du dich einsammeln, Kalak. Okay, was ist das?
So, können wir hier einfach jetzt runterfahren? Das eigentlich. Nee, du musst die Schalter öffnen, oder? Ach, das sind Schilde. Die Tür. Achtung, der Himmel ist voller Batman. Nee, Schilde sind gar nicht so schlecht. Ja, wieder ein abgeballert. Und der nächste, yo, wunderbar, yo. Ich glaube, ich bin da sogar besser als vorher. 7 Erfahrungspunkte geben die, das ist der Wahnsinn. Leute? Ja, bitte? Ich glaube, wir müssen hier runter, oder? Sehe ich das falsch? Gut sein. Nicht auf den Kaktus schießen. Warum? Weil der Schaden macht. Ja, ich kriege Stromschläge hier. Ja. So, ich aber man kann auch so einsammeln, aha. Sicher, dass wir hier runter müssen? Ich fahre jetzt einfach mal runter. Ein kleiner böser Kaktus. Ah, ah, ah. So, warte mal. Ich gucke mal auf die Map gerade. Ja, tatsächlich. Hier müssen wir irgendwo lang. Ja. Achtung, sieht wir so aus, als ob wir da unten zum Schiffchen müssen. Ja, also war ich richtig, Revano. Da ist was. Ja, passt. Nur ich war immer einen anvisiert und auf einmal bist du wieder woanders. Achtung, wir werden verfolgt. Komm wieder. Boah, ja. Ja, das ist Sergeant. Du bist der Autoscooter, da hat er Führerschein gemacht. Ach, guck mal, den Teich soll man säubern hier. Das ist doch kein Teich, das ist Meer. Ein Tümpel. Was ist das denn? Ach, guck mal, hier müssen wir reisen. Okay. Nee, müssen wir aber nicht, oder? Wir müssen... Reise. Warum reist du denn? Wir müssen den doch, Teich Reise sauber. Beginnen. Oh. Ja, wir müssen jetzt den Teich säubern. Da habt ihr das auch gerade im Ladebildschirm? Ja. Oh, okay. Ich dachte, nein, den hast nur du. Ja, ich dachte schon, dass mein Schiff wieder untergegangen ist oder so. Ah ja, okay. Ach so, und wir sollen mal probieren, solche Trickshots wie ein 360 No-Scope, aber das glaube ich geht ja hier bei dem Spiel gar nicht so, ne? Weil doch, so hier, so, guck, pass auf. Ja, ich weiß, aber das funktioniert doch bei dem Spiel nicht, weil du doch für den Gegner mehr ja, Energie stimmt. Abschießen musst. Also, weißt du, was ich meine? So, wo müssen wir hin? Da. Also, ich kann es gerne mal probieren, aber versprechen kann ich nichts, weil das und COD ist ein riesengroßer Unterschied und ja, ich kann es gerne probieren. Da kommen Flatterviecher auf uns zu. Kann es sein, dass wir hierher gekommen sind? Das ist doch der Start hier. Ja. Hey, irgendwie kommt mir das auch sehr bekannt vor. Warum müssen wir jetzt hier hin wieder? Teich sagen? Verstehe ich nicht. Dass wir irgendwie verkehrt gelaufen sind? Ach guck mal, da sind schon wieder Feinde. Ich glaube, ich stelle mich direkt vor einen und probiere das. Boah, ich habe gerade die Fledermaus vom Himmel geballert, ey. Ich habe ja solche kleinen Tennisbälle, die ich verballer hier. Kleine Tennisbälle? Ja, Granatenwerfer. Achso, die habe ich auch, ne? LOL. Und der Pumpe gerade funktioniert. Granate. Boah, stirbst jetzt endlich mal, du Drecksvieh. Oh. Das habe ich genossen. Oh, hier geht richtig geil die Action, ne? Ich sag euch das. Alter. Ach, ich bin unterwegs. Wiegen die mich hier voll, die Viecher? Das ist der Wahnsinn. So, wir müssen jetzt hier hoch, wa? Anscheinend. Was? Drücke. Was? Aua. Ah. Was hat mich erwischt hier? Drücke M, um die Karte zu öffnen. Ja. Danke. So, was haben wir denn da so Schönes? Ach, jetzt müssen wir zu dem Typen hier wieder. Ich hab wieder einen erledigt. Oder müssen wir einfach nur einen Auftrag Menschen abgeben? Nee, hier müssen wir reisen. Nochmal reisen. Ach, das haben wir nicht gemacht gehabt. Was? Also reisen mit E, oder? Wohin denn jetzt? Aber wenigstens ist es mit dem Gequatsche weniger geworden hier hinten drin in den Spielen. Oder müssen wir hier unten... Nee, Moment. Müssen wir hier unten irgendwas machen? Was haben wir markieren denn? Auch hier unten das. Guck mal, Gabax, wenn du jetzt auf einen Namen drauf gehst, zum Beispiel Three Horns Divide, da steht dann die Straße nach Sanctuary. Das ist mit so einem gelben. Ist das nicht so? Wir sollen doch einfach bloß den Teich reinigen. Ist das nicht hier einfach unten drunter, das? Ja, geh ich doch auch raus. Was für ein Teich? Ein Teich. So. Ah ja, nee, doch nicht. Badass Rang 1. Hey, du Badass. Ach, hier ist eine kleine Höhle. Ah, das haben wir am Anfang in den letzten Folgen nur vergessen. Das hätten wir schon viel früher machen können. Ja. Egal, wir lassen ja nichts aus, ne? Wollen wir auch mal behaupten, ne? Sagen. Ich drück jetzt hier mal so auf den Knopf, ne? Warum? Ja, also Moment, was passiert? Moment. Du dich dann Moment. Um? Moment bitte, Moment da bitte. Da fliegt eine Atombombe. Oh, ich will die auch sehen. Wo? Wo?
Penner. Oh, da ist ein Fragezeichen aufgetaucht. Ja, genau deswegen. E für benutzen. So, ah. Ich will auch einen Token. Achso, müssen wir ja alles sowieso gleichzeitig benutzen, ne? Belohnung kassieren, Enter. Achso, das ist bloß die Belohnung, okay. Annehmen, Enter. Jetzt habe ich eine Waffe. Ich will auch. Ihr Drecksäcke, gib mal weg. Ich will auch. Oh, der Rucksack hat ja nicht viel Platz. Warum habe ich keine bekommen? Weil du hier draufdrücken musst. Hast du das drauf, gedrückt mit E? Nee, da ist nichts zum draufdrücken. Nee, geht nicht. Tja. Habt ihr auch die Straße nach Sanctuary? Ja. Gibt's hier irgendwo einen Shop, wo wir was verkaufen können? Ja, ne? Ja, da. Ja, ja, das war irgendwo hier. War. Ach so, aber. Wo stehen denn die Missionen? Kann man die noch irgendwie aufrufen? Die kann ich aufrufen. Ja, mach nochmal. Wieso? Warum? Da haben wir doch was. Die Straße nach Sanctuary habe ich jetzt drin. Habt ihr ja auch, ne? Ja. Und wie hieß die Mission mit der See da? Anders. Ja, wie hieß die denn? Anders. Thomas Berg, anders. Bester Handlanger der aller Zeit. Hier, ja, Handsome Jack geblendet, meine erste Knarre. Die habe ich alle abgeschlossen. Hm. Wie heißt denn die ihr habt, hattet jetzt? Die habt ihr hattet? Hier oben kannst du Waffen verkaufen. Ah, hier war's. Oh. Sag mir doch einfach, wie die. Mein Gott, die ist doch vorbei, Girivano. Ja, wenn einer die anwählt, haben die alle. Ja, aber ihr habt doch Belohnung gekriegt. Ja, und du nicht. Ja. Ja, und du nicht. Genau. So, also nach meiner Karte müssen wir jetzt wieder da lang, wo wir gerade herkamen. Karte Ausgang. Verlassen. Hoppala. Also wir sollen. Ja, ich mach gerade mal ein bisschen Verkauf. Achso. Wer schießt denn da? Ja, ich versuche hier irgendwie einen 360 bei den Vögeln zu machen. Ich hab Dollars aufgehoben. Dicke, fette Dollarscheine. Dollar. Wie ist es denn? So, Waffen. Lol, wie es direkt vor mir landet. Was haben wir denn hier? 25? Echt Quatsch. Waren wir eigentlich hier links schon? Keine Ahnung, was die nächste Mission ist hier in Disneyland. Die Straße nach Sanctuary. Ja, ja. Aber dann müssen wir doch auf jeden Fall woanders hinreisen. Richtig, müssen wir wieder zurück. Boah, da kommt meine Granate runter, du alter Sack, du. Hier, bam. So, den nicht da, den kleinen nicht da. Hier ist versucht. 360. Ach, der muss sterben, der ist dreckig. Ja, aber du sollst ihn nicht abschießen, er versucht einen 360. So. Erledigt, geschafft. Okay, liebe Freunde, du musst jetzt bei dem Part bei. Obwohl du hast ja von hier aus auch gesehen. Da werde musst du mal bei Sergeant Müller aus unten verlinkt in der Kanalbeschreibung. Einfach mal draufklicken. Genau. Damit du nicht so lange laufen müsst. Oh, ich hab was zertrümmert. Danke, Schätzchen. Bitte. Die Horns the White. Dankeschön. Feuerelementarschaden ist verheerend gegen Fleisch. Hm. Oh, und da geht's schon weiter. So, wo sind unsere Cars? Wo sind unsere Autos? Die sind natürlich weg. Üble Geräusche, üble böse Geräusche. Kann man da jetzt irgendwie drauf zugreifen wieder auf die Cars? Nee, wir müssen glaube ich laufen. Hallo, warum schießt meiner? Meiner hat einfach gerade gefallen. Also unser nächstes Ziel ist, finden Sie Corporal Rice. Corporal Rice. Hier sind schon wieder Schneeschmeißer. Ich wüsste gar nicht, dass Schneebälle einen töten können. Ja. Naja, Schneebälle nicht, aber Schneefelsen. In der Praxis sieht's da wieder ganz anders aus, Wackerbugs. Was? Ich sagte, unser nächstes Ziel ist, finde Corporal Rice. Ja, und? Good, okay. Unterwegs finden wir wieder tausend andere Sachen. Ja, ist doch normal. Rivano weiß es auch nicht, gut. Was wolltest du denn damit ich sagen? Ich weiß, worauf du hinaus Ja, okay, dann ist okay. Okay, gut, alles klar. Nee, sag doch! Nein, sagt er jetzt nicht. Und warum nicht? Das ist ein Geheimnis. Hab ich doch auch, Purple Wise. Ja, das ist richtig. Ja, genau, deswegen. Die Straße nach Sanctuary. Au! Sanctuary. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal die Straße frei. Scheiße. Was kommt ihr eigentlich aus euren Arschlöchern da raus? Aus unserem? Erstmal wegballern hier. Nicht aus unserem. Was geht denn ab da?
Ich komme ja ständig hier aus diesen Arschlöchern da raus. Ja, aus dem Arsch der Welt, ne? Eine Waffe. Braucht jemand eine Rifle? Eine Raffel? Ne, oh. Ich bin glücklich. Zeig mal die Riffel. Macht Explosivschaden. Eine harte Riffel. Wenn ihr wieder Autos spawnen. Was bedeutet eigentlich, wenn ich jetzt hier so eine Waffe habe mit 27 mal 13? Was bedeutet das denn? Ist das 13 Explosivschaden oder was? 7 mal 13? Du machst, glaube ich, 7 Schüsse auf einmal. Nein, 27 mal 13. Schaden so. 27 und dann steht unten gelb x13, also mal 13. Ja, wahrscheinlich eine Schrotflinte, ja. Ne? Ach so, nee. Du machst, die erste Zahl ist der normale Schaden und der das Mal ist halt mal dem Element. Ach so, also Explosivschaden. Ah. Das heißt, die hat jetzt, also muss ich die Werte zusammenrechnen und dann habe ich einen genauen Schaden. Ja, ungefähr. Okay, dann hätte ich ja die Waffe gar nicht aufsuchen, aufheben brauchen. Macht nix, Hauptsache wir haben Auto. Geiles so. Ding hier. Spawnen. Läuft. Was mit Raketenwerfer? Ja, die Raketen muss der Sergeant abballern. Wie ging denn nochmal Nahkampf? Ach, mittlere Maustaste, alles klar. Passt schon. So. Ich hab nur MG, ne? Ja. Da ist jetzt euer Problem wieder. So, nee, ich würde auch sagen, bevor wir hier weiterfahren, dann machen wir erstmal eine Pause, ne? Okay, liebe Freunde, ja. Dann. Achso, nee, das war ja der Herr Müller. Dann laufe ich nochmal schnell zu dem Automaten zurück, wenn wir hier sowieso eine Pause machen und verkauft ihr eine Waffe. Ja, Herr Müller, Sie dürfen. Oh, danke fürs Zuschauen. Schaut bei den Kanälen unten in der Beschreibung rein, da wird jeder verlinkt. Und bis zum nächsten Mal. Tschaußen. Tschüss.